Hi Leute, willkommen zurück zu Lies of P. Hotel Grat, bewölkter Morgen. Ich gehe mal weiter hier am Zirkus. Wenn ich da überhaupt noch weiterkomme oder ob der Clown einfach nur der Einzige war, der sich mir da entgegengestellt hat. Und ich hole mir noch kurz ein paar Goldmünzchen hier. 4 von 8. Sag mal, die wachsen wohl immer noch, wenn ich im Spiel bin, kann das sein? Stalker, please. If you pick some gold coin fruit for me, I'll give you a reward. Das ist schön. Ja. Das Gespenst. Ich will aber was für mich holen. Stellt vorübergehend LP wieder her. Wird für einen bestimmten Zeitraum die maximale Ausdauer. Die sind alle kacke irgendwie, es tut mir leid, aber... Ja, Angriff, verlegt aber jetzt... Das Gespenst, es ist halt alles für das Gespenst und nicht wirklich für mich. Oh, ich habe schon 61 von 99 von diesen Sternfragmenten. Ja... Hol ich mir halt die, ich meine, was anderes haben wir nicht groß. Warum ist eigentlich meine Waffe angeditscht? Die nicht automatisch repariert, wenn ich rein ins Hotel komme. Ist ja auch egal. So. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Zirkus. Ich bin gespannt. Ihr habt mir die Kommentare geschrieben. Ich soll doch mal das Estella Opernhaus die Kamera anmachen beim nächsten Boss, um meinen Rage zu sehen. Aber nee, mache ich nicht. Wie gesagt, das ist jetzt was, wo ich die Kamera auslassen werde. Das passt schon so. Ich finde halt, das ist nirgendwo sinnvoll eingesetzt. Es ist halt auch kein Horrorspiel. So. Das Estella Opernhaus. Gucken wir mal, gibt es hier noch was? Ja. Sehr gut. Oh, schon wieder. Da war auch noch eine Tür, wo ich noch nicht rankam, oder? An das Item, soweit, oder? Es ist jetzt wieder ein bisschen her, dass ich gespielt habe. Ich komme halt echt nicht täglich dazu, obwohl ich wirklich gerne täglich spielen würde. Ich schätze halt, es geht auch noch eine ganze Weile. Mal gucken. Oh, ich muss das Pandemonium mal einsetzen. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Leute, sieht das gut aus. Ah, jetzt ist er. Okay, warte mal. Muss mal ganz kurz überprüfen, ob hier irgendwo ein Schmetterling ist. Nee, sieht nicht so aus. Nee, wäre schon längst angegangen. Alles klar. Oh! Ja, klasse. Komm. Ja, kacke. Das ist, hat nämlich gerade den Moment, wo ich im Menü war, angegriffen, die blöde Kuh. Ach, die Musik. Boah. Ich will erstmal gestaggert werden von dem Scheiß, hä? Irgendwo Störung? Irgendwo kommen die Puppen ja her. Also irgendjemand hat die wohl an den Fäden, hä? Cool, ist wieder Blut.
kam. Okay, Sternfragment, Sägezahnrad. Warte mal, ich werde mal die Waffe hier auswechseln. Hat die denn jetzt eigentlich... Warte mal, ich werde mal wieder die andere Klinge drauf, oder? Nee. Ach komm, ist egal. Ist egal jetzt. Wir lassen die Klinge einfach mal drauf. Ich glaube, es wäre aber generell vernünftiger, den Speer auf den Speergriff zu stecken. Oh shit, was ist das denn schon wieder? Okay. Oh, seht ihr eklig aus. Oh Mann. Na, fallen gleich wieder welche runter? Stimmt, hä? Nee. Warte, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Eine dicke Spinne einfach. So sieht sie aus. Noch so eine. Was war das jetzt hier? Nix war das. Ich hätte die Musik so schön hier. Ja, das macht aber auch nicht mal Schaden. Mir einiges dabei. Ah, was ist das denn schon wieder? Okay, jetzt wird's zu seiner Festung hier, ne? Ja, super. Führungskartusche Bellvolt. Okay, wo haben wir sie denn? Da. Na toll. Die ist einfach nur ein bisschen leichter, sonst ist sie in allen Belangen schlechter. Warum? Die hat wenigstens noch physische Schadensreduzierung um 0,02 mehr. Und Brechenwiderstand ein bisschen. Was ein Quatsch.
Nee, also damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Humbug. So, ein Humbug. Darunter noch? Irgendwie schon, aber nicht von hier aus. Die Gegner, die seien es hier richtig gut, gerade mit der komischen Barock-Tussi da, mit den Beinen und, ne, irgendwie hat's ja was. Hier, komm, ich nehm doch wieder mein Lieblingsschwertchen. Halt überhaupt nicht ins Bild hier gerade, der Gang. Technik-Amulett. Aha. Das Zeichen kenne ich doch. Technik plus 4. Ein Amulett, das... Ja, genau. Es gibt unzählige Stalker-Fähigkeiten und Techniken. Doch die Puppe, die das Amulett trug, auf dem jede einzelne Kampfmethode eingeprägt war, hob sie auf eine neue Ebene. Ja, das ist schlecht. Ich muss das hier noch anlassen. Waffenangriff proportional zur Anzahl der Fabelslots. Das muss ich auch anlassen. Und sowieso die Ausdauergeschwindigkeit zu der Herstellung. Das ist auch sehr wichtig. Ob ich vielleicht irgendwann noch einen vierten Fabelslot bekomme? Also, Amulett-Slot meine ich. Du Scheißvieh, ey. Was ist meine Ausdauer? Ach, der Schock. Au. Das war der Schock, der mich da so langsam hat regenerieren lassen. Krass, wie heftig diese Ausdauer, dieser Malus ist einfach. Ich habe jetzt auch noch das falsche Elixier genommen vor lauter. Oh, explodierte Spitzhacke. Ach, das ist doch die der Hund anhat, oder? Warte mal, erst Feuerschlag, Rase nach vorn, springe. Ich kann nicht runter. Hallo? Kann ich nicht runtergehen? Egal. Hier geht's wieder. Die Klinge des Bergrohrwerkzeugs einer Werkstattarbeiterpuppe. Die Klinge wurde mit einem Sprengsatz versehen, um das harte Gestein in den Ergominen zu sprengen. Warum ich Arbeiterpuppen verwende, die so viel Geld kosten, fragen Sie? Weil wir keine Menschen explodieren lassen können. Aus einem Gespräch mit dem Leiter der Werkstatt für Arbeiterpuppen. Der Griff eines Bergbauwerkzeugs, das von den Puppen in der Werkstatt Arbeiter benutzt wird. Es ist robust und schwer, da es ein Werkzeug für Puppen und nicht für Menschen ist. Niemand erinnert sich an die Zahl der Arbeiterpuppen, die bei der Explosion ums Leben kamen. Das heißt natürlich niemand außer Puppen. Ah, was ist das für eine Art Waffe? Große, stumpfe Waffe. Geil. Leichter Angriff und jetzt der schwere. Oh, er haut da zweimal zu. Schweren Angriff. Aufladen. Okay. Krass. Also der schwere Angriff ist gar nicht mal so schlecht, weil er dann öfter zuhaut. Ah, jetzt bin ich unter der Treppe, genau. Für die legendäre Schauspielerin Adelina Corday. Auch diejenigen, die sie um ihren Ruf beneideten, liebten ihre Lieder. Die scheiß Hater.
ein bisschen vorsichtig. Nicht, dass hier wieder so einer kommt und mich anspringt. Oh, da ist schon wieder ein Boss. Da war so eine Schale. Habt ihr gesehen? Dann gehe ich nochmal ganz kurz zurück und gebe noch ein paar Ergos aus. So. Hotel Krat. So. Mal gucken, was ich für ein Level-Up brauche. Aber das sieht man hier gar nicht. 6218, perfekt. So. Also. I'll use my power to help you. Sehr gut. So, dann werde ich mal. Die Ergospritze habe ich schon drin. Mach mal die Kugel rein. Hat er gehört? Er hat gemacht. Ist er vielleicht doch langsam zum Mensch? Ey, wie krass wäre das denn, wenn ich irgendwann doch zum Mensch werde? Wenn ich das hier immer weiter verfolge. Ja, die Kugel, wie gesagt, die hilft ja, wenn man Gegner jetzt auf dem weißen Balken hat. Also wenn der Balken sich komplett weiß umrandet hat und man kann dann eine Kugel schmeißen, dann sind die auch gestaggert. Da muss ich nicht einen schweren Angriff aufladen, was ja oft Zeit kostet und die habe ich halt manchmal nicht. Oder öfter nicht. Aber krass, dass die Bosse hier in so einer schnellen Abfolge kommen. Ich meine, gut, wenn man die weiße Dame, die weiße Lady und den Clown dazu zählt, dann waren das ja eigentlich auch schon Bosse, oder? Na, mal gucken. Da kommt die Schrapnell da jetzt wieder hier? Ja, da ist er schon. Okay. Jetzt wird's interessant. Das ist aber auch noch was. Das ist wieder so eine Dreifaltigkeitstür. Okay, ich mach erstmal das hier und dann gucke ich mal. Also ich den jetzt im First Try schaffen, ne? Ja, First Try, genau. Okay. So eine Bühne oder was? Überraschung, es sind Puppen. Geppetto? Und wir? Hat unser Herz geklaut und der Puppe eingesetzt. Na toll. Alter! Ist das der König der Puppen? Ist das etwa unser Herz, oder was, du Arsch? Okay, krass. Krass, krass, krass.
ist das denn? Ah, du Scheiße. Pro war es noch nicht. Ja, es ist schön, Shit gets real, wenn der Gegner so groß ist wie du. Also in Souls spielen. Romeo, der Poppy-Girl. Alter. Der macht einen Follow. Verdammt, der macht einen Follow ab. Okay. Das habe ich jetzt, hätte ich jetzt nicht mitrechnen können. Aber er ist schon sehr, sehr schnell, der Kerl. Ich glaube, in der zweiten Phase bringt mir das nichts mit dem Pandemonium. Das muss ich dann halt schon in der ersten Phase nutzen. Ich hoffe, die wird mich jetzt nicht von hinten noch ein bisschen ärgern, die andere Puppe.
Roar. Ach cool. Ich darf jetzt den scheiß Würfel benutzen. Alter. Hier, komm.
shit, 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 shit. Was denn? Oh Mann. Na gut, jetzt liegt da. Komm, 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 komm. Jetzt geht er down. Ich sag's euch, der Part ist nämlich bald vorbei. Da muss er jetzt einfach liegen. Also wie gesagt, sorry, wenn ich während des Versuchs nicht rede, aber ich habe festgestellt, da geht's einfach viel einfacher für mich. Wenn ich die ganze Zeit quatsche, das macht es nämlich nur unnötig schwer.
Yeah! Mit Ansage! Puppenkönig! Tote Romeo, den Puppenkönig! Eliminated! Du Penner! Festkleid des Puppenprinzen! Incredible! You defeated the king! I gotta think the puppets will have changed too, right? There's only one way to find out. Let's go backstage! Let's go backstage! So, was haben wir denn hier noch bekommen? Und zwar... Achso, ihr habt geschrieben, den Ring und den Apfel, die brauche ich später. Alles gut. Danke für den Hinweis. Jemandes Halskette. Eine Halskette, die einst vom Puppenkönig getragen wurde. Auf ihr ist das Gekritzel eines Jungen eingraviert. Für Romeo, dein Freund C. Kennen wir jemanden? Egal. Der Junge nahm seinem Vater übel, dass er sich nicht für ihn interessierte. Vielleicht aus Protest schenkte er seine Graduierungskette Romeo einem Freund, den er bewunderte. Und wo ist das? Hier, warte, das Ergo. Das Weiß, eines weiß gebrannten Königs. Als der Junge seine Augen öffnete, fand er sich, oh, es gibt sogar 10.000, auf einem Thron sitzend wieder, den er sich nicht gewünscht hatte. Als er seinen Freund aus der Vergangenheit suchte, klammerte er sich an seine Erinnerungen, obwohl er wusste, dass es kein Zurück mehr gab. So, und damit, Leute, hätten wir auch den Part. Hoffentlich verbrenne ich jetzt nicht noch im Feuer hier. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, fürs Liken und fürs Kommentieren. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder zu Lies of P. Bis dann. Tschüss.